glänzenden teilweise haben, so dass halt nicht zu viel ist. Das kann man nicht mischen. Das macht der Ofen das Wasser, also passiert das noch nach. Brennen. Ein Teil ist schon drin, ja. Super. Also jetzt kann man eigentlich schon rausnehmen. Ich werde jetzt nur kurz noch erklären, wie man jetzt vorgeht. Ja. Bei den weißen Stücken, die kann man sofort einpacken. Ja. Wenn man türkise Stücke dabei hat und sie sofort einpackt, dann werden sie lüstern. Da sind aber jetzt, glaube ich, kaum welche drinnen. Und wenn man zum Beispiel ein schönes Craquelé haben möchte, ein kleines, gleichmäßiges Craquelé haben möchte, dann tut man einfach reinfahren mit den Handschuhen, aber mit Handschuhen, ja, und unten wühlen und schauen, dass das neu zum Liegen kommt. Ist das grüne eine blaue Glasur auf gelbem Ton? Das kann gut sein. Das ist transparent, das kann man gleich reingeben. Das ist auch transparent. Gleich zudecken, bitte. Ja. Ab jetzt muss man mit Handschuhen dorthin greifen, da sind immer Reste von sehr heißer Asche. Die kleinen Perlen, wo die waren, gell? Ungefähr. Ja, die sind schon verloren. Na gut, da muss man es ganz zum Perlen. Na gut, da muss man es ganz zum Perlen. Ich habe ein Ja und ein Nein, was mache ich damit? Ein schönes Wasser. Ja, aber mit der Öffnung nach oben. Wieder ein Sprung durch. Aber das Gelbe finde ich auch sehr attraktiv. Und es gibt auch nochmal Schalen, auch in allen drei Farben. Olli, komm her.